Bienvenue à Real Boots Report. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Chaska. Et toi? Denis. Parfait. Salut. Bonjour, je m'appelle Béatrice. C'est le match des Helvetic Guards contre les Raiders. Et bienvenue sur The Real Boots Report. Sondern bin ich wieder. Wo es letzte Woche aufgehört hat, geht es diese Woche weiter. Woche 11. Ich bin immer noch in der Sportart Rosenheim und lassen wir jetzt dann die Fäden ziehen. Und das schauen wir uns gemeinsam mal an. Der Dr. Reger wird gleich kommen. Dann werden wir mal ziehen. Endlich kann ich nämlich mal wieder ohne Mülltüte und Gaffertape duschen. Herr Dr. Reger, servus. Ja, servus. Heute ist zwei Wochen nach der Operation. Das heißt, es ist der Zeitpunkt, wo man die Fäden üblicherweise rausmacht und mal die Wunden kontrolliert. Und wenn alles passt, dann können wir auch besprechen, wie man die Belastung steigern kann und was man dann mit dem Physiotherapeuten alles noch so ausmachen. Besser? Genau. Dann muss ich da wieder ein bisschen anziehen, gell? Ja. Das kann ein bisschen unangenehm sein. Na, schmal. Wird tatsächlich recht wenig da. Okay. Ja, da bin ich wieder. Aus der Praxis direkt rein ins Auto. Ich habe die ganze Woche geskippt, es ist echt nicht viel passiert. Das Einzige, was zu berichten gibt, ich darf endlich wieder gehen ohne Krücken. Geil! Ich fahre jetzt gerade nach Innsbruck, weil wir heute gegen die Helvetic Guards spielen, unser vorletztes Heimspiel. In diesem Sinne, wir sehen uns gleich im Stadion. Außer es passiert noch irgendwas Atemberaubendes während der Fahrt, was ich nicht glaube, dann würde ich mich nochmal melden. So, jetzt bin ich mal im Stadion. Jetzt seid's fällig, Jungs. Oh mein Gott, das ist really good. It's really good. Hey, könnt ihr euch mal vorstellen, ich wollte den Bruder spielen sehen heute. Und der Bruder, ich weiß nicht genau, was er gemacht hat, aber good recovery, bro. So, die Schweizer haben wir genervt. Jetzt gehen wir zu den Dicken. Das können wir ja ein bisschen stressen. Damen, Ulz-Däuber! Herr Ulz-Däuber! Ich muss immer nett sein zu dem, weil der ist nämlich der sportliche Leiter bei uns. Der hat es in der Hand, ob ich nächstes Jahr nochmal hier auflaufen darf oder nicht. Hallo, hallo! Precious! Der Mann der Stunde, Alter. Die Legende. Wie hast du dich von der Nazi erholt? Was für Erholung. Egal. Einfach spielen, weiter geht's. Ballern, Alter. Ballern. Auf geht's pushen! Auf geht's pushen! Gib mir zu! Ich stehe gerade am Piratenschiff. Es gibt nichts Geileres, als in diesem Schiff zu stehen, unser Horn zu hören und dann hier einzulaufen. Für mich das Beste, was es gibt. Und jetzt hat es ja gehört. Zum DJ Fu wieder gestohlen in die DJ-Booth. Es ist 1 Minute 49 auf der Uhr. Wir führen 22-7 gegen die Helvetic Guards. Jetzt ist Timeout. Wir haben Timeout. Könnt ihr liken, subscriben und kommentieren, wenn euch das hier gefällt. Hallo Dennis. Go!
Und ich sage die Wahl. Hey! And I love you guys that you're on fire and you want to fight for each other and all that stuff. I love you for that. But we gotta be smart. You just gotta be smart. Right? Hey, yeah. Singer! Einen schönen guten Morgen, Real Boots Report, Woche 11. Wir fahren morgen nach Wien, da werde ich euch natürlich mitnehmen. Nächste Woche, Dienstag 17:30 Uhr, da gibt es Wien Action. Ich werde mit Benjamin Raab und Alexander Milanovic am Weg sein, mit einem Würstelstand auschecken, da habe ich richtig Bock drauf. Aber aktuell ist es 7 Uhr in der Früh. Und ich fahre gerade zu meinem Freund Michael Hebauer, weil wir werden heute die ersten Stabi-Übungen machen und so weiter und so fort. Dann schauen wir uns das mal an, wie das läuft beim Fuß. Die Woche war nicht spektakulär, nur langweiliges Oberkörpertraining in Maschinen. Die einzige Neuigkeit, die es jetzt von meiner Seite footballerisch gibt. Gestern habe ich die Nachricht bekommen von der deutschen Nationalmannschaft, dass ich nicht mehr Teil des 75-Mann-Kaders bin, aufgrund meiner Verletzung. Wir bleiben weiter in Kontakt und ich hoffe, dass ich nach der Verletzung, wenn da alles wieder in Ordnung ist für nächstes Jahr, wieder an den Nationalmannschaftsmaßnahmen teilnehmen kann. Ich hoffe natürlich, dass da dieses Jahr noch viel passieren wird und ich da vielleicht mit der Kamera da mitmachen darf und für euch natürlich zeigen darf, was die Jungs da so veranstalten und wie Team Deutschland Gas gibt. Ich bin angekommen, bleib mal ein Handtuch, werden bestimmt halt irgendwas Wichtiges trainieren. Wo ist denn eigentlich der Hebauer? Hebauer wieder nicht vor Ort. Mal ganz so cooler mit der Kevin. Habt ihr ein Gatorade-Handtuch, gell? So, jetzt fangen wir an. Michi, was machen wir jetzt? Wir haben uns gegen ein Stabilisationstape entschieden, weil das die Wundsituation noch nicht zulässt. Wir fangen jetzt erstmal an, in Rückenlage Abdruckbewegungen leicht an der Wand zu machen und werden dann quasi die Situation immer so ein bisschen erschweren und bringen den Dennis ins Schwitzen. Nach einer Therapie mit Michael Hebauer oder davor oder auch dazwischen oder wann auch immer, es gibt einfach Standard und standesgemäß einen Kaffee bei Michi. Das war Woche 11 vom Real Boots Report. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden uns wahrscheinlich jetzt ein paar Mal öfter sehen. Wir trinken jetzt noch unseren Espresso und ihr schaut zu, schickt es allen euren Freunden, haut es in eure Instagram-Story, leitet es weiter und freut euch auf die nächste Woche. Und vor allem auch physiologisch Hebauer gehen Instagram und sofort liken. Das ist der Sandro P. und dem tut offensichtlich sein Knie weh. Football! Übrigens, ich habe nicht viel gesehen, ich habe viel gefilmt, ich war nicht gerade da kommt, ich habe keine Ahnung von Football.